Liebe Leute, willkommen zurück in der Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit, in der ersten Folge hatte ich mal erwähnt, dass Zeit gar nicht existiert, wenn man Augustinus, dem alten Philosophen, glauben darf. Gut, wir hatten hier letztes Mal mit dem guten Biff gequatscht und wollen jetzt mal gucken, dass es keinen Fusel in Hill Valley gibt, hatten wir abgeklärt und jetzt hat er irgendwas von gefährlichen Hunden erzählt und das hören wir uns jetzt mal an. Du hattest Ärger wegen der Hunde? Du hast doch keine Hundekämpfe veranstaltet, oder? Nein, so schlimm war es nicht. Ich hatte einfach viele Hunde. Was ist daran falsch? Nichts. Außer, dass sie die Nachbarn die ganze Zeit wach hielten, alte Leute ansprangen und alle Eichhörnchen im Park gefressen haben. Ich schäme mich wirklich dafür, dass meine unerzogenen Hunde für das Hundeverbot in Hill Valley verantwortlich sind. Du klingst nicht sehr beschämt. Doch, das bin ich. Sehr, sehr beschämt. Ja, Biff, die Gehirnwäsche funktioniert, aber ich glaube, tief im Innern bist du der Rebell, der du immer warst. Es gibt also keine Hunde mehr. Ja, wer sich an die vorherigen Episoden erinnert, der weiß, dass die gute Miss Strickland mit dem guten Einstein, der beste Hund von allen, seinerzeit auch ein großes Problem hatte und möglicherweise gibt es deswegen jetzt keine Hunde mehr. Ich frage mal nach, meine Freunde. Dann gibt es in Hill Valley keine Hunde mehr? Genau. Bürgerin Edna sagt, dass sie Krankheiten verbreiten und Schuhe stehlen. Mhm. Ich hab's mir gedacht. Die Edna hat den Doktor, seht ihn euch an da. You could be a citizen plus diesen komischen, verdrehten Brown. Ich will jetzt von illegalen Frauen hören. In was für Schwierigkeiten bist du mit Frauen geraten? Waren das Prostituierte? Nein, nichts in der Art. Ich war nur nicht immer sehr diskret, was Zärtlichkeiten angeht. Was? Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit, Martin. Knutschen und so. Das ist verboten? Oh ja. Naja, das klingt sehr nach Miss Strickland. So, es gibt keine Hunde mehr, keinen Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit. Sag mal, Alter, was ist denn hier los? Du hattest echt Ärger wegen Zärtlichkeitsaustausch? Na sicher. Die Browns sagen immer, private Erregung sollte auch privat bleiben. Oder vielleicht ist es auch nur Bürgerin Edna, die das sagt. Mhm. Ich glaube, die gute Frau Edna hat da sehr, sehr, destruktive Einflüsse auf den netten Doc gehabt. So, ich habe genug gehört, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Wechseln wir das Thema. Danke. Ich spreche ungern über mein altes, gemeines Ich. Ja, er leidet wirklich. So, habe ich eine Chance, Bürger Brown zu sehen? Wenn ich all die üblen Dinge tue, die du immer getan hast, ob ich dann wohl zu Bürger Brown gehen könnte? Bestimmt. Aber was willst du damit bezwecken? Ich muss ihn sprechen. Was ist Bürger Plus? Genau, das würde ich jetzt ganz gerne mal wissen, meine Freunde. Was ist dieses Bürger Plus? Das ist Bürger Browns neues Umerziehungsprogramm. Und ich bin der Erste von Hill Valleys Bürger Plus. Plusse. Plussen? Schick. Kommt jetzt das gleich nochmal, wenn ich das jetzt klicke? Erzähl mir mehr. Ich möchte mehr über Bürger Plus wissen. Ich kann es nicht erwarten, dir davon zu erzählen. Habe ich die klasse Digitaluhr erwähnt, die man bei dem Programm bekommt? Der Blick war gerade geil. Erzähl mir von der Uhr. Ist bestimmt irgendwie so eine kleine Fessel, die irgendwelche Stromschläge verteilt, wenn du nicht genau das sagst oder denkst, was dem System genehm ist. Du hast gesagt, man bekommt eine Uhr. Oh, ein echt tolles Teil. Sieh dir nur diese topmoderne Uhr an. Sie hat alle möglichen Spezialfunktionen einprogrammiert. Ich habe nur noch nicht rausgefunden, wie man die Zeit einstellt. Aber ein kluger Junge wie du schafft das sicher problemlos. Ja. Okay, das ist ja eine tolle Uhr. Wie wird man Bürger Plus? Was muss man tun, um ein Bürger Plus zu werden? Zuerst bewirbst du dich. Sie machen eine medizinische Untersuchung und du musst einen Stapel Verträge unterschreiben. Klingt jetzt schon langweilig. Yep. Dann bekommst du einen Termin bei Bürger Brown. Oh. In etwa 2 Jahren. Okay. 2 Jahre? Er hat viel damit zu tun, sich um Hill Valley zu kümmern. Er ändert seine Pläne nur dann, wenn irgend so ein Irrer herumläuft und üble Sachen anstellt. Zum Glück passiert das praktisch nie. Das werden wir ändern, denke ich mal. Was kann das Programm denn so? Was ist denn eigentlich der Sinn von Bürger Plus? Einem anständigen Bürger wie dir fällt es vielleicht nicht so auf, aber die Hypnotherapie hilft dabei, den Drang zum Brechen von Regeln zu unterdrücken. Wow. Hypnotherapie? Ja klar, Marty. Dadurch kommt die Gehorsamkeit von allein.
Gehorsamkeit? Ist das so eine Art Gehirnwäsche? So könnte man das nennen. Alle schmutzigen Gedanken werden dir aus der Rübe gewaschen. Meine Freunde, ich glaube, da brauche ich nicht viel hinzuzufügen. Das klingt auf jeden Fall alles für sich selbst sehr, sehr scheiße. Wenigstens hat man eine Wahl. Das glaube ich eher nicht. Das ist doch freiwillig, oder? Ja, das Pilotprogramm schon. Aber irgendwann wird es Vorschrift für alle. Juppa. Vorschrift? Bist du verrückt? Nein, ich war verrückt. Doch dank dem Bürger-Plus-Programm bin ich jetzt wahrscheinlich der vernünftigste Typ in Hill Valley. Biff, komm wieder zu dir, Alter. Na gut, reden wir erstmal nicht mehr über Bürger-Plus. Okay. Also der gefiel mir als Schläger irgendwie besser. So schicke Klamotten, wer es mag. Nette Sachen. Wette verloren oder sowas? Was meinst du? Ich trage das gleiche wie alle anderen. Hello, es ist Poloshirt-Donnerstag. Du, mein Freund, tanzt aus der Reihe. Hab ich schon gehört. Ja, aber morgen ist auch ein Tag. Hawaii-Hemd-Freitag. Toll. Hawaii-Hemd-Freitag. Kein alter Biff mehr. Genau, ich will den alten Biff zurück, auch wenn es ein Drecksack war. Dann brichst du keine Regeln mehr? Ich kann nicht. Durch das Bürger-Plus-Programm ist es für mich körperlich unmöglich. Wie denn das? Ich werde sogar krank, wenn ich versuche, Regeln zu brechen. Wie wirkt sich die Umerziehung aus? Bin immer noch unfähig und unmotiviert, Regeln zu brechen. Wie wär's mit einem Bier? Genau, Alter, komm, lass uns erstmal ein bisschen um die Häuser ziehen. Hättest du nicht gern ein Bier? Bier fehlt mir schon irgendwie. Ah, wenn ich's mir überlege, Willst du dich mal an den Kumpel, kleine Schlägerei hier? Du warst ein echter Schläger. Das ist jetzt alles vorbei. Dann würdest du dich nicht mal selbst verteidigen? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt könnte. Memme. Ach, du stichelst nur, um es auszutesten. Quäl mich nicht. Was, die müssen kotzen? Die müssen kotzen, wenn sie sich... Das ist ja... Nun ja, ich denke mal, in spätestens 100 Jahren wird das wahrscheinlich schon längst alles hier überholt sein. Ich sehe da nicht so besonders rosig. Ich könnte mich daran gewöhnen. Bitte, Martin, mach mich nicht wütend. Na gut, Biff, dieses Mal lasse ich dich in Ruhe. Okay, wir wissen also... Bis später, Biff. Tschüss, Martin. Dass, wenn wir ein bisschen Biff-Kotze brauchen, dann... Oh, hallo, ist das Jennifer? Was stand da jetzt drauf? Was hat Jen jetzt vor? Okay, die hat doch irgendwas im Schilde. So. Ich weiß ja jetzt, wie man rennt. Wir gehen hier mal hinterher. So, da will ich erstmal jetzt nicht gucken. Ich will hier hinterher gehen. Mal gucken, was sie so vorhat. Graffiti! Yeah, sie ist eine Sprayerin. Jennifer! Jen! Hast du ein Problem? Du hast mich einfach verlassen, Baby. Ich bin völlig geknickt. Was sollte das, Jennifer? Du hast mich allein vor der Stadt zurückgelassen. Ja, das war ziemlich gemein, nicht wahr? Ich bin ein grässliches Vorbild. Hau besser ab, bevor das auf dich abfärbt. Irgendwie gefällt mir die Kleine nach wie vor gut. Nur zu, korrumpiere mich, jawoll. Hör zu, ich weiß nicht, was du auf dieser Zeitachse in letzter Zeit gegen mich hast, aber ich will das ändern. Ich hab dich vermisst, weißt du? Sieh mich an, Martin. Sehe ich aus wie ein Mädchen, das mit dem Präsidenten der Junior Brown Brigade abhängt? Jupp. Ich weiß zwar nicht, wovon du redest, aber ich muss zugeben, ich mag dich so. Oh, Kotz. Ja, ich glaube, also er scheint da auch eine gute Karriere gemacht zu haben, der gute Marty, und kann sich jetzt natürlich nichts ändern. Wir sind füreinander bestimmt, genau. Ich bin es. Ich bin Marty McFly, dein Rikscha. Du tust so, als sei ich ein Abtörner. Doch das nehme ich dir nicht ab. Wir sind füreinander bestimmt. Hör zu. Nur weil du mir leid getan hast und ich dich zu ein paar deiner öden Konzerte begleitet habe, sind wir nicht gleich Romeo und Julia. Sicher, du bist ganz süß, aber du machst so einen auf Einserschüler. Einserschüler? Ich bin beschäftigt. Mit interessanteren Dingen. Und Jungs.
Einserschüler? Oh, da ist aber eine ganze Menge schiefgegangen, glaube ich. Also jeder, der den Film kennt, der die Filme kennt, der die ersten zwei Episoden bei mir geguckt hat, weiß, Marty ist alles, aber bestimmt kein Einserschüler. Was für interessante Jungs. Gehst du mit einem anderen aus? Ich wette, ich bring dich dazu, ihn zu vergessen. Tut mir leid, Martin, aber du bist aus dem Rennen. Martin, ey, der ist Marty. So, hier, die Regeln brechen. Verbringst du etwa deine Zeit mit dem Beschädigen öffentlichen Eigentums? Wage es bloß nicht, mich zu verpfeifen, sonst stopfe ich dir die Spraydose in. Nein, nein, du verstehst mich falsch. Ich würde auch gern ein paar Regeln brechen. Yeah, du? Klar. Ich suche nach einem gefährlichen Tier. Wo kann ich Schmuggelware herkriegen? Austauschzertifikaten? Ja, das klingt doch auf jeden Fall mal amtlich. Das Zärtlichkeitsaustauschverbot in der Öffentlichkeit nervt. Hey, du sprichst von meinem absoluten Lieblingsgesetzesverstoß. Jippa. Ach. Nicht mit dir. Was? Oh. Warum nicht? Was weißt du über die Haltung gefährlicher Tiere? Du kennst also meinen neuen Freund? Was? Sei nicht so verbissen. Die hatten neuen. Liebe Leute, sie hatten neun. Wie konnte sie uns nur so schändlich? Weißt du, wo ich verbotenes Material auftreiben kann? Yeah. Denkst du wirklich, ich würde illegale Substanzen besitzen? Ja. Irgendwie, ja. Und ich denke, dass einer wie du eine wie mich verpfeifen würde. Nächstes Thema. Lass uns gegen das AZÖ-Gesetz protestieren. Das Gesetz gegen das Küssen in der Öffentlichkeit ist voll Kacke, was? Ja, die ganze Stadt ist voll davon. Was hast du vor? Protestieren, was sonst? Yeah. Lass uns in der Öffentlichkeit küssen. Nein, aber lass es uns rumerzählen. Ist Graffiti-Spielerei nicht ein grober Verstoß? Ja, das war, glaube ich, ist heute auch noch so. Zumindest, das sieht ja eigentlich ganz so gut aus, das Graffiti. Aber es gibt ja auch Schmierereien. Ist Graffiti-Schmiererei nicht ein grober Verstoß? Möchte man meinen. Aber nachdem Bürger Brown vor ein paar Jahren alle Gebäude mit einer Teflon-Polymerbeschichtung versehen ließ, ist Graffiti-Spray nur noch ein Verstoß zweiten Grades. Stell dir vor. Wieso? Geht das wieder ab oder wieso? Wenn ich es mir recht überlege, will ich nicht noch mehr über das Brechen von Regeln erfahren. Memme. So, was sprichst denn du denn da? Was ist da? Was steht denn da? Ich kann das gar nicht lesen. Les, Enno, bla bla bla. Leech and the Wooshbags? Nie davon gehört. Nein, du sicher nicht. Auf deinen geliebten Smooth Jazz-Sendern wird selten Punk gespielt. Smooth Jazz? Smooth Jazz? So ein Spießer bin ich echt nicht. Nicht mal in einem Paralleluniversum. Oh, ich fürchte da ganz, ganz schlimme Dinge, meine Freunde. So, kann ich etwas haben? Genau, wir wollen auch ein bisschen rumpinseln hier. Gib mir mal eine Sprühdose. Ich muss dringend was sprühen. Niedliche Bäumchen? Kauf dir einen Farbkasten. Auf meine Wand sprühst du nichts. Was? Also, Jennifer. Aha. Was denkst du von mir? Nichts. Ich war mal beliebt. Mal im Ernst, was hast du gegen mich? Ich bin doch recht beliebt, oder? Sehr beliebt. In bestimmten Kreisen. Welchen Kreisen? Idioten. Was meinst du mit Idioten? Ja, irgendwie, da scheint doch einiges schiefgegangen zu sein mit dem guten Marty. Marty McFly ein Idiot? Unmöglich, er kann kein Idiot sein. Jeder, der von sich selbst in der dritten Person spricht, ist ein Idiot. Okay, hat Cäsar auch gemacht. So, mal ganz kurz. Irgendeine Chance, dass meine Eltern noch mal sind? Meine Eltern... Was ist mit ihnen? Hältst du sie für normal? Normal für Hill Valley Standards, ja. Mit anderen Worten, nicht mehr zu retten. Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Okay, hast du Biff mal wieder gesehen? Wir haben den gerade getroffen und der Junge ist mächtig durch den Wind. Hast du dort Neues von Biff Tannen erfahren? Er ist so... Still? Ja, das macht mir Gänsehaut. Mir auch. Wenn das der Zweck des Bürger-Plus-Programms ist, bleibe ich lieber ein Bürger-Minus. Ich wäre ein Bürger-Doppel-Minus, fürchte ich mal. So, Bürger-Plus-Programm. Was weißt du über das Bürger-Plus-Programm? Nur das, was im Fernsehen kommt und im Radio, in den Zeitungen und was die ganzen Beschallungsanlagen in der Stadt ausposaunen. Alle sollen mitmachen, das soll uns zu glücklichen und zufriedenen Menschen machen. Aus diesem Grund halte ich mich davon fern. Okay, glückliche, zufriedene Menschen. Unter Zwang ist das immer so eine Sache. Ich werde Hill Valley in Ordnung bringen. Das, ja, wir probieren das mal. Hill Valley ist total krank. Aber ich weiß, wie ich das wieder in Ordnung bringe. Echt? Weißt du mehr als ich? Was? Ich werde mit Bürger Brown sprechen und ihn dazu bringen, alles besser zu machen. Dieser Plan klingt ganz nach dir, Freak. Freak? Hat die gerade Freak gesagt? Ich werde Bürger Brown umkrempeln. Ich glaube, der braucht was ganz anderes als eine Umkrempelaktion. Bürger Brown ist doch kein schlechter Kerl. Du verschwendest deine Zeit, Martin.
Ich nehme dir das alles nicht ab. Nein, wirklich. Dieser verrückte Polizeistaat war ursprünglich gar nicht seine Idee. Wenn ich ihn überzeugen kann, wird das ein Ende haben. Weißt du, langsam tust du mir fast leid. Mitleid ist ein guter Anfang. So, ich statte Herr Bürger Brown jetzt einen Besuch ab. Wir werden da wohl nicht hinkommen, aber ich glaube, ja gut. Bürger Brown und die gute Edna Strickland. Ich habe mal irgendwo einen Spruch gelesen, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine überraschte Frau. Aber gut, ich denke mal, die Miss Strickland war doch da ein sehr schlechter Einfluss. So, wir gehen jetzt zu Bürger Brown. Ich werde Bürger Brown bald treffen. Hey, kann ich mitkommen? Was denn? Du willst auch zu Bürger Brown? Ja, vielleicht schenkt er mir ein bisschen Herz und dir ein bisschen Hirn. Fragen kann nicht schaden. Okay. Ich glaube, deine Farbe verschmiert. Mist! Na gut, was haben wir da? So viele neue Sachen hier zu entdecken. Dieser Schrott kommt mir seltsam bekannt vor. Ach, von vor 50 Jahren. Echt? Das ist das gleiche Zeug, was wir damals irgendwie, nicht angucken wollten? Oh, es ist wieder das gleiche. Pardon, meine Freunde. Kein Interesse. Kein Interesse, okay. Mhm. So, was haben wir hier? Was haben wir da? So, da geht's rein. Pickup and Delivery. Ah. Zu. Mhm. Oh, da war noch was. Was ist das denn? Sie haben den Eingang zur alten Tennenbar zugemauert. Okay, das ist die alte Tennenbar. Naja, gut, okay. Marmorstein und Eisen bricht aber die Bartenne nicht. Aber irgendwie funkelt doch da, gibt er doch zu, ein grauer Ziegelstein, ein wenig seltsam aus der Wäsche, oder sehe ich das falsch? Oh, was haben wir denn da? Da bewahrt Jen wohl ihre Sprühfarben auf. Okay. Verschlossen. Verschlossen. Haben wir irgendwas im Inventory? Tori. Wir haben natürlich nichts zum Klauen, ey. So, wie scheiße mal hier. So. Okay, was haben wir hier? Sie hat einen Fleck vergessen. Ja, wir haben keine Farbe. Können wir nochmal mit ihr quatschen? Aber die lässt wahrscheinlich nicht mit sich reden. Dann müssen wir den ganzen Dreck wahrscheinlich wieder machen. Ey, Jen! Süße, du hast was vergessen. Was ist es denn? Okay. Ich glaube, deine Farbe verschmiert. Mist! Mist! Ja, würde ich auch sagen. Mist! Denn, meine lieben Leute, das, Zeitmessgerät gibt mir zu verstehen, dass das Ende dieser Folge durchaus erreicht sein könnte. Und ja, ich, bin ehrlich, ich finde das hier echt ganz witzig, auch die Idee so von wegen mal George Orwell 1984 live zu erleben, allerdings in sehr netter, abgemilderter Form. Und ja, bin mal gespannt, wie das hier weitergeht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Zurück in die Zukunft, das Spiel, die dritte Episode. Liebe Leute, ich danke fürs Zuschauen und verbleibe wie gehabt. Wir sehen uns in der Zukunft, meine Freunde.